rieche ich an Barbecue. Ich höre Kinder. Einen Hund. Und ich sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. Hallo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen heute Wolfenstein The New Order. Schön, dass ihr einschaltet und wieder dabei seid. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los, oder? Hm? So, benutze die Maus zum Umsehen. Alles klar. Oh, hallo. Oh mein Gott. Alles klar, Kollege, alles klar. Okay. Okay, ich nehme alles mit. Verdammt. Oh, wird schon heiß. Okay. Machen wir. So, dann schneiden wir hier runter. Ich bin schon dabei, Kollege. Ich komme. Oder auch nicht. Alles klar. Lass uns loslegen. So. Sterbt. Hab ich. Der Tod klopft wieder an. Er ruft mich. Nicht heute, mein Freund. Ich muss einen Krieg gewinnen. Noch am Leben, Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger. Mayday! Vulture 1, bitte kommen, Vulture 1! Erste Hilfe, Koffer Blasco! Nimm sie! Was machst du jetzt, du verrückter Kerl? Kondo 9! Hier, Vulture 1! Sie sind zu nah! Abschluss! Negativ, Vulture 1! Haben hier ein ernstes Problem mit der Steuerung. Ich muss die Formation verlassen. Machen Sie Platz, Fergus! In Ordnung, Randall! Oh nein! Blasco, fahren Sie das Radar ein! Der Hebel oben neben den Lampen! Besten Dank, Captain! Naja, Hebel ziehen können wir. Verstehe Ihr Problem, Kondor 9. Ich sehe Rauch. Sie verlieren Flüssigkeit am Ruder. Ihr Querruder ist hin. Ja, die Mühle fliegt sich wie ein Ziegelstein. Danke, Virgil, für die... Kondor 9, bitte kommen! Kondor 9! Scheiße, das ist ein Truppentransporter. Kondor 9, bitte kommen! Bitte kommen, Kondor 9! Hier ist Kondor! Nein! Wer spricht da? Schön, mein Junge. Hören Sie mir jetzt gut zu. Also, sehen Sie das Steuerrad. Ja, Sir. Gut, nehmen Sie es in.
Alles klar, mach ich. Fertig? Ja. Dann los! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hab ich. Tschüss. Ja, okay, das war's dann wohl mit den, hätte man vielleicht mal Shift drücken sollen, ne? Egal, auf ein neues. Ah, sieht schon besser aus. Ja, ich hab sie. Aufpassen. Ja, danke, ne? Danke. Er kann nicht mehr. Gott sei Dank sind Sie hier! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist ein Gemetzel. Wir müssen abbrechen. Bleskowitsch, helfen Sie dem Jungen hoch. Negativ, Kondor 9. Kurs beibehalten. Verdammt, Gordon! Wir werden hier abgeschlachtet! Beruhig dich! Wenn die Mission scheitert, danke, verlieren Sir. Wir Europa. Ganz einfach. Danke, mir geht's gut. Kein Problem. Und jetzt gib Gas. Verdammt. Wenn wir Totenkopf jetzt nicht aufhalten, Fergus, ist es vorbei. Wir werden den Krieg verlieren. Ei Gott, ich höre Sie. Ich muss jetzt Schluss machen. Vor uns liegt seine Basis. USA Command, Ende. Kondor 9, Ende. Halten Sie sich fest, Blasco. Gleich kracht es, wird eine harte Landung. Yeah! Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wende sorgen. Eieiei. Wo bleiben, Junge? Aus, Platz, Sitz. Mayday, hört mich jemand? Fergus, wie ist Ihr Status? Leskovic, bei uns hier ist die Kacke am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest. Während uns irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich hab das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Blasco, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wild, leuchten Sie. Blasco, sehen Sie das Licht? Wild, das Licht aus! Ja, Sir! Ich kann nicht sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Kleinere Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Naja, ob ich jetzt so unter Wasser bleiben möchte? Wollen wir mal ein bisschen schwimmen? So, gehen wir mal hier durch. Ah, die Atmosphäre ist schon ziemlich gut, oder? Gefällt mir. Eieieiei.
wissen, was das jetzt gewesen ist. Immer geradeaus durch. Ja, zack. Man kann aber ziemlich lange die Luft anhalten, ne? Nicht schlecht. So, jetzt räumen wir mal ein bisschen auf, würde ich sagen. Ja, hallo. So, noch einer ohne Fahrschein? Wohl nicht. So. Sie haben uns gerettet! Captain Blasco, ich Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute, bereit machen für Deckungsfeuer. Alles klar. Ah, jetzt wollen wir mal hier auf hier unten. Na, wieso geht er nicht kaputt? Verstehe. Granate. Nehmen wir doch gleich noch ein paar mit. Wollen wir mal hier rein. Alt links und S drücken. Okay. Hallo. Hey. Ja, Kollege. Keine Munition mehr. Aber gar nichts mehr hier. Sturmgewehr. Ja, einmal kurz. So, das Geschütz ist auch ausgeschaltet. Gehe ich doch mal von aus. Boah, guckt euch das Ding an. Nicht schlecht. Kommen wir da jetzt rein? Sollen wir da überhaupt rein? Erstmal sammeln wir alles hier auf hier. Ah, das liebe ich ja so an Bethesda Games. Viel zum Sammeln. So, Karte drücke M. Okay. Wir sind jetzt hier. So, wir sollen da hoch. Da gucken wir doch eigentlich, können wir eigentlich nach links gehen, oder? Die Sensitivität ist ein bisschen. Hoch. Oh, nicht schlecht. Junge, Junge, Junge. Da hat er mich aber erschrocken.
Dimension des Krieges, die Ausführung des Lebens an sich. So, hier haben wir noch eine Pistole, sehr gut. Geschütz ist uninteressant. Dann gehen wir direkt mal weiter hier. Das ist schon echt nice gemacht. Schalte Kommandanten aus. Okay, machen wir. Schalten sowieso generell alles aus. Das Regime. Naja, in der Uncut-Version zumindest. Denn in der englischen sind es natürlich die Nazis. Gar keine Frage. Die bösen Nazis. Aber dank Uncut, dank Cut vielmehr, dürfen wir das natürlich in dieser Form nicht spielen. Warum auch immer. Da versteht wieder kein Mensch. Aber ist halt so. Müssen wir halt so hinnehmen. So, wo haben wir sie denn? Hallo! Ja, halt mal kurz. So, zack, weg mit dir. Oder weg mit euch vielmehr. Was haben wir denn hier alles noch rumfliegen? Da haben wir eine Bombe. Was haben wir hier? Nix. Okay. Lalalala. So, dann setzen wir die Bombe mal da dran, würde ich sagen. Ja, halt mal kurz. So. Einen zum Entfernen. Okay, dann nehmen wir die doch direkt mit hier. So. Na, wo seid ihr? Cookie. Oh, da oben. Oh, ein Rückstoß. Na gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Lalalala. Sammeln wir erstmal alles ein bisschen auf hier. Ah, okay. Alles klar. Schön die Beine wegschießen, das hilft. Dann halten wir das Ganze doch mal bei, würde ich sagen, oder? Naja, ich hab dich auch gesucht. Mahlzeit. Lass mal das Ganze mal drehen. Hier können wir direkt schießen. So, noch einer ohne Fahrschein hier. Würde ich sagen, nehmen wir uns direkt da vorne ja auch direkt mit. Wie lasse ich das denn fallen hier? So zum Beispiel. Okay. Alles klar. Dann schnappen wir uns nämlich direkt das Geschütz hier. Dann machen wir direkt weiter hier oben. Kommt raus, egal wo ihr seid. Oh, guck mal. Wir sind im Fernsehen. Kuckuck. Interessant. Was haben wir denn hier noch schön? Weil gibt ja, glaube ich, auch Sammelobjekte, soweit ich weiß. Könnte man direkt auch mitnehmen. Hauptstadtmädels! Nach Halle! Miss Burgfräulein! Mhm. Wann ist es geschafft? Schon bald. Naja, gut. Dann gehen wir mal weiter hoch. Nehmen wir erstmal hier noch die Sachen mit. So.
der Rückstoß. Schieß er, ne? Hast du keinen Bock mehr, Silbert? So, hast du davon. So, dann können wir uns ja jetzt direkt da dran bewegt geben, würde ich sagen. Weg damit. So, jetzt räumen wir mal ein bisschen auf hier. Hallo. Bam. Oh, ich glaube, der dreht sich um. Okay. Naja, so mal eben. Danke. Das weiß ich zu schätzen, Bro. So, jetzt wollen wir da hoch, oder was war gewesen, ne? Dann machen wir das Ganze doch. Erstmal nehmen wir uns die ganze Muni hier mit. So, weiter geht's. Keine Müdigkeit vortäuschen. Mahlzeit. Na, guck mal. Das müsste, glaube ich, ein Sammelobjekt gewesen sein. Schließen. Hm. Okay. Wofür soll denn die Tür sein hier? Der Schalter? Der ist doch... Für irgendwas ist der wieder gut. Mit Sicherheit. Aber das interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht so. Ich möchte hier ein bisschen ballern. Und sammeln. So, da war noch einer. Hallo. Wo ist er? Da war knapp. Müsste, glaube ich, gewesen sein. Will ich zumindest hoffen. Schade, dass man die Munition immer separat einsammeln muss. Na, ich bin so eher der Faule in solchen Games. Entschuldigung. So, hier haben wir auch noch was. Oscars Brief. So, da war... Du hast gar nichts mehr gesichtet. Komm mal her, hier, mach mal das Ganze so. 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 Das heißt, wir müssen jetzt da rüber, richtig? Nehmen uns da direkt die Maschine hier mit. Die Wumme. Hm. Nehmen wir ein bisschen was liegen. Munition kann man nicht genug haben. So bekannt vor. So. Ach du Scheiße. Wie geil ist das hier? Hier, ich helfe Ihnen hoch. Robert Wyatt. Jo, ich komme sofort. Sie haben sicher noch die Gelegenheit, sich zu revanchieren. Hier, ich helfe. Passt auf, Jungs. Jetzt wird unser Job hier langsam kompliziert. Die Mehrheit der Regimetruppen ist jetzt hinter uns her. Alles klar? Was macht dieser Idiot? Private Gates, melde mich zum Dienst. Ja, verrückt und unerschrocken. Willkommen im Krieg.
Private, übernehmen Sie. Also, General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Und eine ziemlich eklige Wunde, Private. Kümmern Sie sich drum. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Versagen wir, verspeisen die uns zum Frühstück. Sie haben uns mächtig in den Arsch getreten, aber wir Sir, haben schon... Sir, meine Augen tränen. Ich glaube, ich werde krank. Ist das normal? Nur die Nerven. Ich weiß einen Trick. Einatmen, bis vier zählen. Ausatmen, bis vier zählen. Das war's. Also macht euch bereit, Leute. Diesmal bringen wir es zu Ende. Und jetzt los! Los, Bewegung! Los! Schöne Musik dabei. Wollen Sie Wurzeln schlagen? Das hier ist Krieg, kein beschissener Sonntagsspaziergang. Ein gutes Team. Wie Vater und Sohn. Also gut. Captain Bleskovic, Gates, Manson, Ihr Job ist simpel. Klettern Sie die Mauer hoch, suchen Sie im Kontrollraum die Steuerung für diese fette Tür und öffnen Sie sie. Nehmen Sie alle Waffen an sich, die Sie finden. Sie sind besser als unsere. Wir geben Ihnen von hier unten aus Feuerschutz. Sobald die Tür offen ist, gehen wir rein, kämpfen uns nach oben und treffen uns in den oberen Stockwerken. Dort suchen wir Totenkopf und jagen ihm eine Kugel in den Kopf. Hier. Nice, da bin ich ja direkt dafür. Kuck, kuck. Scheiße. Oh, hier ist aber was los, ne? Hallo. Okay, geht da rein. Hast geschafft, Sir! Einfach weiter! Tut mir leid. Ich habe ihn nicht gesehen. Es hängt jetzt an Ihnen, Bleskovic. Gehen Sie den Kontroll auf. Nein! Wo ist er denn? Und noch ein getötet, General. Viel zu gut. Einer von uns beiden wird heute sterben. Oh ja. Yeah. Ich bin auch schon ganz wütend. So, da können wir runter. Ich wollte nur mal gucken hier in der Ecke. Was wir noch so haben hier. Na gut, gehen wir mal runter hier. Ich geh runter. Kämpfen uns in die oberen Geschosse vor. Wir treffen sie dort. Ja, dann können wir vielleicht ja auch ein bisschen leiser ausschalten. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Hehe. So, die Hunde wären ein bisschen scheiße. Könnte ich mir so vorstellen. Gesehen. Na gut, kämpfen wir uns durch. Wie gewöhnlich. Boah, diese Hunde sind echt übel, ne? Wenn die da angedüst kommen. Ein Porträt in Auftrag zu geben, das ihrem Ego schmeichelt. Dann verschwenden sie ihre Farbe, General.
war doch gerade irgendetwas, was war hier so... Genau, hier. Will ich doch gerade sagen. Konnten wir doch irgendwas aktivieren. Alles klar, los geht's. Da, 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 da. Wo seid ihr alle hin? Schiebt er denn da weg? Will ich das wissen? Ja, das wollen wir wissen. Jetzt geht's los! Hier ist eine Bombenstimmung. So, wollen wir denn noch welche? Da unten, da kommen wir leider nicht dran. Dann nehmen wir das Ding doch einfach mal mit. Den ersten haben sie es aber schön gezeigt. Gute Arbeit, Captain. Halt, Muni. Muni ist immer gut. Das Regime. Oh, Kollege, du siehst aber gar nicht gut aus. Wolltest du ein Pflaster haben? Truppentransport. Noch mehr Tote. Aber das viel zu oft gesehen. Ja, Freunde, ich würde auch sagen, das war's mit dieser Folge. Schön, dass ihr zugeschaut habt und schön, dass ihr dabei wart. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn ihr Bock habt. Ich bin so euer Maestro, ich bin raus. Ciao.